wird sich mit einem Grußwort an uns richten. Während die türkische Armee die Zivilbevölkerung in Afrin mit Streubomben und Napalm angreift, redet die Bundesregierung von legitimen Sicherheitsinteressen der Türkei. Während deutsche Panzer durch Afrin rollen, hat die Bundesregierung nichts Besseres vor, als ein Verbot von kurdischen Fahnen und dem Bild von Abdullah Öcalan durchzusetzen. Es ist gut und richtig, dass wir uns heute diesen Anordnungen widersetzen und Flagge zeigen. Wir zeigen Flagge in Solidarität mit der YPG und der YPG. Wir zeigen Flagge gegen das Verbot der PKK. Wir zeigen Flagge gegen diese verkommene deutsche Außenpolitik. Der Angriff der Türkei gegen Afrin findet in enger Kooperation mit dschihadistischen Banden statt. Er hat das Ziel, die Selbstverwaltung von Kurdinnen, Jesidinnen, Aleviten, aber auch Sunniten zu vernichten. Es ist die Angst vor einem Gelingen des Projekts Rojava, das Erdogan dazu bringt, Afrin anzugreifen. Es ist die Angst, dass die Ausstrahlung der demokratischen Konföderation in Nordsyrien über die Ländergrenzen hinweg eine Alternative zu der kolonialen Grenzziehung vor 100 Jahren bietet. Es ist die Angst davor, dass die Welt sehen könnte, dass eine auf Rededemokratie, Ökologie und Frauenbefreiung ausgerichtete Alternative möglich ist. Diese Aufbrüche finden unter Kriegsbedingungen statt und stellen von äußeren Feinden und Verkauf von ihren taktischen Alliierten. Und dennoch, Rojava ist ein Signal, dass ein besseres Leben möglich ist, jenseits von Staat, Macht und Gewalt. Jenseits von Staat, Macht und Gewalt ist auch der Name eines Texts von Abdullah Öcalan, der auf der Gefängnisinsel Imrani festgehalten wird und dessen Idee eines demokratischen Konföderalismus diese Perspektive aufgemacht hat. Das Zeigen des Bildes von Öcalan wird in Deutschland mittlerweile durch Polizeikräfte verhindert. Es ist absurd, wie die deutsche Regierung versucht, damit einen Liebesdienst für ihre AKP zu leisten. Es ist aber auch absurd zu glauben, mit einem Bilderverbot ließen sich diese Ideen verbieten. Ganz real ist die Kumpanei der Bundesregierung mit der Türkei beim sogenannten PKK-Verbot. Seit 1993 wird die kurdische Bewegung in Deutschland von massiver Repression begleitet. In diesem Jahr sind es 25 Jahre, in denen hunderte Genossinnen eingesperrt und verfolgt werden, weil sie der autoritären und nationalistischen Politik der türkischen Regierung entgegentreten. Im letzten Jahr hat sich die Zahl der Verfahren mit PKK-Bezug verzehnfacht. Nicht nur in Afrin, sondern auch in der Bundesrepublik verkauft die deutsche Regierung die Kurdinnen und Kurden für reibungslose Geschäfte mit der Diktatur. Schluss mit dem Fahnenverbot und Schluss mit dem Verbot der PKK. Die Selbstverteidigungskräfte in Afrin verteidigen momentan ihr Leben im Kampf gegen die türkische Armee. Russland hat im Angriff auf Rojava zugestimmt. Deutschland liefert die Panzer und viele weitere Waffen. Da eine ganze Panzerfabrik soll an die Türkei verkauft werden. Es ist unglaublich, wie schäbig die Machtpolitik funktioniert. Aber seid euch sicher, es bleibt nicht unbemerkt. Es bleibt nicht unbemerkt, dass Rheinmetall die Panzer liefert. Es bleibt nicht unbemerkt, dass Sigmar Gabriel den Tee serviert. Es bleibt nicht unbemerkt, dass unter der Großen Koalition die Waffenexporte auf über 25 Milliarden Euro angestiegen sind. Es ist 50 Jahre her, dass in der globalen Bewegung von 1968 versucht wurde, den Kapitalismus und den Imperialismus die Stirn zu bieten. Damals hat der Krieg gegen Vietnam die ungleichzeitigen Bewegungen synchronisiert. Notwendig, damals wie heute, ist es, internationale Solidarität zu zeigen und deutlich zu machen, dass der Kampf für die Befreiung von Rojava auch in Berlin entschieden wird. Schaffen wir gemeinsam 2, 3, 4 Rojavas. Hoch die internationale Solidarität!